Neue Folge Rainbow Six Siege News, neue Themen, neue Kamera und ein neuer Co-Moderator. Und das wäre dann meine Wenigkeit. Und die heutigen Themen wären der Caverna-Nerf, ein Clash-Buff und die 2019 Collection Packs sowie viele weitere Themen. Intro. Kommen wir nun als erstes zu dem Caverna-Nerf. Und der bezieht sich auf die Pistole. Caveras Pistole macht bisher immer 99 Schaden und nun wird dieser Schaden reduziert auf 65 Schadenspunkte. Zusätzlich zu der Schadensminimierung wird auch die Magazingröße von 15 Schuss auf 12 Schuss reduziert. Außerdem wird der Rückstoß und auch die Streuung im Hüftfeuer erhöht. All diese Änderungen zu Cavera werden aber von der Community nicht sehr begeistert aufgenommen. Generell galt sie in der Community als nicht sehr overpowered. Der einzige Grund, warum sie eigentlich genervt wurde, liegt wahrscheinlich eher darin, dass die Pickrate zu hoch war und dass statistisch gesehen auch die meisten Teams, die die Caveira hatten, auch in dieser Runde gewonnen haben. Außerdem muss man auf jeden Fall noch erwähnen, dass diese Änderungen bislang nur im TS durchgeführt werden und noch nicht ins fertige Spiel integriert werden. Allerdings geht man davon aus, dass diese Änderungen dann auch ins fertige Spiel übernommen werden, mit kleinen Änderungen höchstwahrscheinlich, mit Anpassungen und so. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Operator, der wie Caveira bislang nur auf den Testservern verändert wird. Kommen wir nun zu Clash. Die Maschinenpistole von Clash, die bisher nur in einem Burst-Modus verwendet werden konnte, wird nun auch in eine vollautomatische Maschinenpistole umgewandelt. Ihr Rückstoß wird dabei an den Rückstoß anderer Maschinenpistolen angepasst und zu guter Letzt steigt der Schaden von 30 Schadenspunkten auf 33. Kommen wir nun zur letzten Operator-Änderung und zwar Kite. Wie bereits erwähnt, geht es jetzt nun um den neuesten Verteidigungsoperator in Rainbow. Zum einen wurde seine Maschinenpistole, die AOG A33, gebufft. Nach dem Update soll diese Waffe 33% schneller aus der Hüfte in den Zielmodus wechseln können. Dabei wurde aber auch nur das Rückstoßverhalten der Shotgun verändert und auch nur bei Konsolenspielern, da diese bislang Schwierigkeiten hatten, die Shotgun zu kontrollieren. Wie auch bei den zwei Operatoren davor, wird auch diese Änderung nur bei den Testservern erstmal getestet. Kommen wir nun zur vorletzten TTS-Änderung und zwar geht es hierbei um die Franzosen. Und zwar wird hier die MP5 von Doc und Rook genervt. Der Waffenschaden reduziert sich hierbei von 30 auf 27 Schadenspunkte. Kommen wir in der heutigen Folge nun zur letzten Änderung auf den Technical Test Server. Die meisten von euch haben sicherlich was von dem Netflix-Film Bird Box gehört. Also dieser Film, wo man hier die ganze Zeit mit so einer Augenbinde durch die Welt laufen muss, weil man sonst irgendwie ein geisterhaftes Wesen sieht und sich selbst umbringt. Und daraus entstand ja zum Beispiel die Bird Box Challenge, wo man halt Sachen machen muss, ohne das zu sehen. Und ist am besten Film. Aber was hat das jetzt mit Rainbow zu tun? Und zwar trat vor kurzem ein Bug auf, der zu teilweise schwerwiegenden Grafikfehlern führte. Dabei kam es teilweise oder sogar komplett zu Verzerrung des Bildes, sodass man auch gar nichts sehen konnte. Wer diesen Bug noch nicht gesehen hat, kann ihn sich ja gerne in einem Video anschauen. Der Link dazu in der Videobeschreibung unten. So, und das waren jetzt die Testserveränderungen. Kommen wir nun zu den Collection Packs. Ubisoft wird demnächst wahrscheinlich Ende Januar bis Anfang Februar neue Packs rausbringen, die für ca. 2 Wochen lang erhältlich sein werden. Aktuell werden diese unter dem Namen 2019er Collection Packs geführt und werden wie in der Vergangenheit, wie mit dem Sunsplash Pack oder dem Outbreak Pack, ein kostenloses Paket beinhalten. Wer mehr von diesen Packs haben möchte, muss an dieser Stelle leider wieder mit Echtgeld zahlen, also mit den Rainbow Six Credits. Allerdings an dieser Stelle dem Season Pass sei Dank für Season Pass Besitzer 10% Rabatt. Bei dem Inhalt dieser Pakete wird angenommen, dass es sich um die Kopfbedeckungen und Uniformen 5 verschiedener Operator handeln wird. Hierbei handelt es sich dann um Ash, Thatcher, Doc, Doc Heavy und Mira. Zusätzlich dazu soll es auch einen neuen Waffenskin geben. Nähere Infos bzw. ein Video dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. In diesem Video zeigt der YouTuber Rainbow Six News den Inhalt der Pakete und somit auch die Skins, die geleakt wurden. An dieser Stelle nochmal die Info, unten in der Videobeschreibung findet ihr die ganzen Quellenangaben. Ihr könnt gerne auch Kommentare hinterlassen, sowie auch Likes oder einfach nur mal sagen, was wir in den nächsten Folgen noch verbessern können. Ich hoffe, die Konstellation wird es in Zukunft weitergeben und dann sehen wir uns in dem nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao. Ist eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. So, oh, das. Du Hurensohn! So, wir haben die 2 Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Geil. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse.
Oh mein Gott!